Ich schwimme jetzt hier im Wasser, um den Doppelspalt zu erklären. Ich bekomme also eine Welle von hier und eine Welle von hier. Die treffen beide auf mich. Ich habe hier so Berg, Tal, Berg, Tal, Berg, Tal, Berg. Und da habe ich Berg, Tal, Berg, Tal, hier, Berg, Tal, Berg. Und jetzt merkt man, die sind gegeneinander. Ja, also wenn die eine Welle einen Berg macht, macht die andere ein Tal und das löscht sich aus. Das ist also in diesem Bereich habe ich Minimum, da sind nicht sehr viele Wellen. Das ist sehr praktisch. Warum ist das so? Also wenn hier A und B ist von B, ist die Welle länger unterwegs. Da wenn ich hier so einen Zirkel steche, hier ein, gehe rüber und der Weg, das ist hier Delta S, der längere Weg und der ist genau die halbe Wellenlänge in diesem Fall. Ja, das ist eine ganze Wellenlänge, das hier ist mein Lambda und das ist genauso ein Berg und dann sind die gegenläufig. Ja, dann läuft also der läuft rauf und der runter und rauf und trifft dann gegenläufig bei mir ein. Nächstes Beispiel. Jetzt schwimme ich woanders, ich will mehr Action. Ich schwimme jetzt hier. Hier ist schön. Dann habe ich also wieder, also von einem Spalt bekomme ich eine Welle, vom anderen Spalt bekomme ich eine Welle. Berg, Tal, Berg und Berg und Berg. Und hier habe ich Berg, Tal, Berg, Berg. Ja, hier ist Tal, Berg, genau so, so ist es hier, so, genau, ja, so. Immer beim Dings ist ein Berg, ja. Und jetzt kommt Berg auf Berg, das heißt Berg auf Berg, ich habe doppelt so einen Berg. Hier ist es lustig. Und wenn ich mir den hier wieder da einsteche, Zirkel und rübergehe, hier ist die Weglängenunterschied, Delta, ist es genau ein Lambda, genau einmal die Wellenlänge. Und deswegen nennt man das hier, das ist ein Maximum erster Ordnung, ja. Wenn ich hier drüben schwimmen würde, dann hätte ich hier vielleicht einen Weglängenunterschied von Delta S gleich 2 mal Lambda, dann bekomme ich wieder ein Maximum. Ich möchte nochmal das in der Mitte erklären. Also wenn ich hier genau hier schwimme, dann habe ich gleich langen Weg, habe ich auch wieder ein Maximum. Ja? Berg, 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 Berg und hier habe ich ja Berg, 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 Berg. Da kommen wir wieder Berg auf Berg. Das nennt man das nullte Maximum. Da ist Delta S gleich 0, kein Wellenlängenunterschied. Ja, also da ist immer, hier ist nulltes Maximum, hier habe ich ein Minimum, hier habe ich ein Maximum und dann könnte ich so weitergehen. Da kommt wieder ein Minimum und so weiter.